Servus, mein Name ist Robert Brummer und ich bin der Produktmanager für die Bikehelme bei Alpina Sports. In der Saison 2021 hat sich nicht nur einiges im Mountainbike-Bereich getan, sondern auch im urbanen Bereich haben wir unsere Helme natürlich weiterentwickelt. Ich möchte euch heute den Brooklyn und den Harlem-Helm vorstellen. Ausgangslage bei dem Helm war, dass wir das existierende Line-Up durch zwei weitere Produkte ergänzen zum attraktiven Preispunkt, welche für den jeweiligen Konsumenten Sinn machen. Wir haben hier, wenn man das Produkt genauer betrachtet, der Brooklyn Helmet ist eine Inbuilt-Konstruktion, welche sehr leicht auf dem Kopf sitzt. Wir haben an dem Helm ein Run-System auf der Rückseite integriert, welches es perfekt ermöglicht, das an jede Kopfform anzupassen. Wir haben auf der Rückseite ebenfalls ein integriertes Licht, welches entweder leuchtet oder blinkt, um perfekte Visibility im Straßenverkehr zu generieren. Wir haben auf der Vorderseite beim Brooklyn das sogenannte stylische Textilschild, welches man zum einen abnehmen kann und welches auch reflektierend ist, wenn man von den Autolichtern oder sonstigen Straßenlichtern angeleuchtet wird. Ein weiteres cooles Feature ist, dass wir das Padding-Design als Schutzengel ausgelegt haben. Sieht einfach cool aus und ist ein weiteres Gimmick für den Helm. Der Brooklyn Helm existiert insgesamt in 6 verschiedenen Farben. Wir haben ihn in Black Matte, in White Matte, wir haben ihn in Coffee Gray, in Navy, in Petrol und in diesem eben gezeigten Be Visible Yellow. Alle Brooklyn Helme sind wie gesagt mit dem Visier ausgestattet und dem Licht ausgestattet. Es ist ein leichter Urban-Helm mit Funktion und Style. Er erfüllt natürlich die Norm, die EN 1078, Inbuilt-Konstruktion, er hat ein antibakterielles Padding, das Textilschild, wie schon gesagt, das Licht und ein Run-System. Wir verfügen hier über 2 Größen. Die erste Größe geht von 52 bis 57 und die zweite von 57 bis 61. Die so gesehen Takedown-Version, wenn man so will, der Harlem Helmet, ist die gleiche leichte Konstruktion wie der Brooklyn Helm, ebenfalls Inmold, ebenfalls integriertes Fit-System, einfach nur ohne dem Textilschild an der Vorderseite und ohne dem Rücklicht. Was man aber optional nachrüsten kann bei dem Helm. Ebenfalls natürlich erfüllt er die Norm 1078, Inmold-Konstruktion, wir haben antibakterielles Padding, wir haben Run-System integriert und der Größenrange ist ebenfalls wie beim Brooklyn 52 bis 57 und 57 bis 61.